Hallo, guten Morgen, liebe Zuschauer zu Café am Morgen. Heute spreche ich mit meinem Gast über Hautkrebs und die Hautkrebsvorsorge. Denn Veränderungen in der Haut lassen sich ganz gut behandeln, wenn sie nur früh genug erkannt werden. Bei mir zu Gast ist eine Dermatologin aus Darmstadt, Frau Dr. Susanne Grewe. Hallo, schön, dass Sie da sind. Hallo. Sie sind ja erfahren im Behandeln von Hautkrebs und mit der Hautkrebsvorsorge in Ihrer eigenen Praxis. Ich kenne es jetzt so aus meiner eigenen Erfahrung, dass man sagt, gut, wenn ein Leberfleck zu dunkel wird, dass man den dann untersuchen lassen sollte, weil es könnte Hautkrebs sein. Ist das Ja. schon die Gefahr? Ja. Gut, also generell ist das die Veränderung des Pigments auf jeden Fall ein Kriterium. Also es gibt eine sogenannte ABCD-Regel. Das ist so eine Faustregel, vielleicht auch für den Patienten. A wie Asymmetrie, B wie Begrenzung, C wie Kolorit, also Farbe, und D wie Durchmesser. Das heißt letztendlich, wenn sich eins dieser Kriterien verändert, dann sollten Sie den Hautarzt aufsuchen. Ja, das muss nicht immer gleich Hautkrebs sein, aber es geht ja darum, das brauchen Sie auch nicht beurteilen. Wenn man merkt, es verändert sich ein Fleck, dann sollte man zum Hautarzt gehen. Ist Hautkrebs, kann es nur dort auftreten, wo auch ein Leberfleck ist, oder können es ganz normale weiße Flecken oder andere Pigmentstörungen oder Veränderungen auch Also beinhalten? grundsätzlich tritt er meistens schon aus Leberflecken auf. Also das heißt, dass der Grund quasi ein Leberfleck ist. Man kann aber ein sogenanntes Melanom, also so nennt man ja den Hautkrebs, den schwarzen Hautkrebs, kann auch auf gesunder Haut entstehen. Das heißt, generell, wenn etwas auch neu entsteht auf der Haut, das muss nicht aus dem Leberfleck sein und es ist dunkel pigmentiert, ja, dann würde ich immer vorzeigen. Also dunkel pigmentiert ist doch gefährlicher Ja, als hell es gibt pigmentiert. natürlich auch das Nicht-Melanin-Melanom, das ist aber dann schon eher ein Kolibri. Das heißt, es gibt auch schwarzen Hautkrebs, der nicht schwarz ist. Ja, das ist aber sehr selten und das sieht dann eher rötlich aus. Grundsätzlich kann man sich aber merken, wenn etwas neu entsteht auf der Haut, sei es rot, sei es dunkel, pigmentiert, wie auch immer, und man kann es nicht einordnen. Ja, und es besteht länger als 6 bis 8 Wochen. Der Körper schafft es offensichtlich nicht, das selbst zu entfernen. Es gehört da nicht hin, würde ich es vorzeigen. Genau. Man hört ja immer, die Sonne sei so gefährlich für die Haut. Ist das die Ursache für Hautkrebs? Nein, es ist nicht die Ursache, aber es ist ein Risikofaktor. Ja, das heißt, also wir wissen schon, dass die erhöhte Sonnenexposition, also auch wenn man sich anguckt, unser Freizeitverhalten ist ganz anders als vor 100 Jahren, das begünstigt auf jeden Fall Hautkrebs. Aber es ist wie immer, das ist letztendlich ein Risikofaktor. Das heißt, eine erbliche Veranlagung muss vielleicht auch da sein. Nur das wissen wir ja nicht. Wer von uns vielleicht eine Disposition dafür hat. Grundsätzlich der hellere Hauttyp, also Hauttyp 1, ist natürlich der gefährdetste Hauttyp, aber auch ein dunkler Hauttyp kann ein Melanom bekommen. Die meisten Deutschen gehören zum Hauttyp 1, oder? Zwei eher. Also es gibt Ja, natürlich, zwei. der Hauttyp 1 ist dieser wirklich ganz helle Hauttyp, in Großbritannien sehr vertreten. Das Ja. heißt, sommersprossig, bräunt gar nicht, ja, wird immer rot in der Sonne. Das ist der gefährdetste Hauttyp. Wir haben auf der Straße gefragt, ob die Passanten wissen, wie man sich vor Hautkrebs schützen kann. Und die Antworten würde ich Ihnen gern zeigen. Schauen wir uns eben mal an. Ja, vor allen Dingen nicht in die pralle Sonne, da stundenlang liegen oder was. Und ja, ansonsten weiß ich nicht, was. Sonnencreme und nicht so oft ins Solarium gehen, ja. Hautarzt öfter mal besuchen. Ich schätze, das hängt vom Alter ab und wie viele Leberflecken man hat. Viele Leberflecken, oft zum Hautarzt gehen, untersuchen lassen. Ja, das weiß ich, weil ich selber so ein Patient bin. Mit vielen Leberflecken und ich gehe zweimal, ich muss sogar zweimal jährlich zur Kontrolle gehen und dort werden alle Flecken mit so einer vergrößerten Lupe untersucht und ich habe ganz strikte Anweisungen, ich kann nicht in der Sonne mich ahlen, stundenlang, vielleicht in der Sonne, die nicht so stark ist und Solarium ist sowieso tabu und das finde ich ist auch gut für dass das Gesetz geändert wurde, dass Jugendliche ab 18 erst das Solarium besuchen können, weil sich viele Jugendliche wirklich ihre Haut zerstört haben durch diesen übermäßigen Solariumgenuss. Also das ist ganz wichtig. Und natürlich hohe Sonnenschutzcreme und im Schatten wird man auch braun. Denke schon, dass man auch wenig wie möglich Solarium nutzt, bin ich davon überzeugt.
Naja gut, Sonnenmilch, da gibt es diese Lichtschutzfaktoren, je höher, desto besser. Und halt im Sommer halt nicht leicht bekleidet herumlaufen sozusagen. Also man soll die Sonne vermeiden, man soll Solarium vermeiden. Was kann ich denn tun, um den Krebs vorzubeugen, damit ich gar nicht erst an Hautkrebs erkranke? Also ich war erstaunt, wie gut das Publikum Bescheid weiß. Ja. Früher hat man ja kaum Sonnenschutz angewendet oder auch viel zu niedrig und da gelten heute ganz andere Standards. Wie hat sich denn, weil Sie es vorhin schon angesprochen hatten, in den letzten 100 Jahren das Sonnenverhalten verändert? Ja gut, es ist so, dass wir ja heute viel mehr auf unsere Freizeit achten. Das heißt, der ganze Sport, was draußen stattfindet, ja, wir gehen raus. Vor allem die Leute im Urlaub legen sich an den Strand und wollen gebräunt zurückkommen. Ja. Vor allem hat sich das ja immer noch nicht durchgesetzt, dass Braun eben nicht mehr in ist, ja, sondern die meisten empfinden es doch so, dass es besser aussieht, wenn man ein bisschen gebräunt ist. Und ein bisschen gebräunt ist ja auch nicht schlimm, aber das hat eben früher keiner gemacht. Im Gegenteil, ne? Es war früher eher schick, blass zu sein. Und nur wer viel arbeiten muss auf dem Feld, der war braun. Ja? Und da ist heute doch ein Unterschied. Heute ist es wieder erstrebenswert. Ja? Heute genau. Wollen auch die Leute im Büro so aussehen ja. wie braune Feldarbeiter. So sieht's aus. Was tue ich denn, wenn ich den Verdacht habe, da hat sich was in meiner Haut verändert? Ist dann gleich der erste Schritt zum Hautarzt, zum Dermatologen oder zum Hausarzt? Oder was sollte ich dann als Gut, erstes unser tun? Unser Gesundheitssystem verlangt ja, dass Sie eigentlich zuerst zum Hausarzt gehen, der wiederum eine Überweisung zum Hautarzt schreibt. Mhm. Grundsätzlich ist es aber natürlich so, dass wir als Fachärzte ja dafür ausgebildet sind und dann sind Sie beim Hautarzt schon richtig. Es gibt ja auch Hausärzte, die anbieten, dass sie eine Hautkrebsvorsorge machen können. Was ist denn der Unterschied bei Ihnen in der Praxis, in der dermatologischen Praxis und in der Hausarztpraxis? Wie unterschiedlich wird da Vorsorge betrieben? Gut, das ist schon ein Unterschied. Der Hausarzt ist ja nun nicht spezialisiert darauf. Das heißt, er kann bei der Untersuchung über die Haut drüber gucken, kann sagen, da ist vielleicht was, was ihm bedenklich vorkommt und würde dann sowieso zum Dermatologen überweisen. Während wir gucken mit dem Auflichtmikroskop drauf, wenn wir Leberflecken finden oder zumindest bei uns in der Praxis ist es so, wir dokumentieren digital jeden einzelnen Fleck. Das heißt, wir machen Übersichten vom Körper, wo ist der Leberfleck, dann das Lupenbild. Und wenn Sie beispielsweise ein, zwei Jahre später kommen, können wir den Leberfleck auch genau orten, wissen, welcher es ist, können ihn nachfotografieren und vergleichen und sehen, dann ist das Pigment verändert, habe ich Aktivität drin. Ja. Da meinen Sie ja ungefähr bei jedem Patienten 20 bis 100 Fotos, oder? Wenn Sie jeden Fleck... Wir machen nicht jeden Fleck, ja. Denn es ist ja so, ich gucke die ganze Haut an, von Kopf bis Fuß, und dann gucke ich mir an, welche sind die, die kontrollbedürftig sind und welche sind völlig harmlos. Ja? Das heißt, ich muss mir aus eventuell, wenn jemand viel hat, an einem Sternenhimmel, ja, die raussuchen, die ein bisschen auffälliger sind, die ich nach meinen Kriterien eben kontrollieren möchte. Ja? Und die werden alle aufgenommen. Ja. Gibt ja aber auch Leute, die haben wirklich nur 10, 20 Leberflecken und davon ist vielleicht einer kontrollbedürftig oder so. Ja, also es gibt ja auch die mit sehr wenig Flecken. Aber bei denen mit ganz vielen, da sind wir schon eine Weile beschäftigt, ja. Seit 2008 haben ja in Deutschland die gesetzlichen Krankenversicherungen, Krankenversicherten ab einem Alter von 35 einen Anspruch auf eine Hautkrebsvorsorge. Wie ist das denn... in der Praxis, wie gehen Sie damit um? Ist es erst notwendig ab 35? Sollte man schon vorher kommen? Also diese Grenze von 35 ist doch in meinen Augen etwas künstlich gezogen. Denn wenn man jetzt den schwarzen Hautkrebs anguckt, dann ist der erste Altersgipfel tatsächlich in der Kindheit einer der wenigen Krebsarten, die auch Kinder schon betreffen kann. Das heißt, auch Kinder zum Beispiel mit angeborenen großen Leberflecken sollten auf jeden Fall vorher schon zum Hautarzt gehen. Und da ist diese 35, die sollte man vielleicht eher vergessen. Das ist eine Kostenübernahmegeschichte, aber medizinisch nicht wirklich begründbar. Da geht es sicherlich auch um den weißen Hautkrebs. Der ist nicht ganz so gefährlich und tritt eher in höherem Alter auf und ist auch noch häufiger. Ja, und da ist sicherlich ab 35 ganz sinnvoll, aber da das Melanom, der schwarze Hautkrebs, das wirklich gefährliche ist, sollte man da nicht auf die 35 gucken.
sollte man nicht warten, bis man 35 Nein. ist. Jetzt haben Sie gesagt, die Kinder können schon diesen Hautkrebs haben. Was ist denn die Ursache bei denen? Die haben sich ja noch nicht so der Sonne ausgesetzt wie jemand mit 35. Genau, und das ist das, was ich vorhin meinte, dass die Sonne lediglich ein Risikofaktor ist. Natürlich sind Sonnenbrände in der Kindheit auch noch gefährlicher. Das weiß man aus Studien, dass daraus vermehrt Melanome entstehen. Also Kinder unbedingt ganz doll schützen mit Kleidung, mit Sonnenschutz. Aber trotzdem ist es und bleibt es ein Risikofaktor. Das heißt, auch ein Kind, was nie in der Sonne war, könnte theoretisch aus einem großen angeborenen Leberfleck sowas entwickeln. Wenn Sie jetzt sagen, ein Sonnenbrand ist dann besonders gefährdet, ist es so, dass überall da, wo die Haut verletzt ist, kann sich der Hautkrebs einnisten oder wie muss man sich das vorstellen? Ja, so kann man es nicht ganz sagen, weil also der schwarze Hautkrebs entsteht ja aus den Pigmentzellen, aus dem Melanom, aus den Melanozyten. Das heißt, da geht es um die Schädigung an den Melanozyten oder Aktivierung und irgendwann ein Fehlläufer. Das heißt, da entwickeln sich dann unregelmäßige Zellen aus diesem Pigment. Das ist der schwarze Hautkrebs. Während beim weißen Hautkrebs sind ja wieder andere Hautzellen, die sich entwickeln. Und das ist beispielsweise gerade bei den Sonnenbrandgeschichten auch. Ne? Das kann sich aus gesunder Haut dann auch da, wo immer wieder Sonnenexposition war, entwickeln. Diese Änderung, die ich vorhin angesprochen hatte, seit 2008, mit den 35-Jährigen, die dann kommen dürfen, hat es irgendwas verändert? Sind bei Ihnen vermehrt Leute aufgetaucht in der Praxis, die gesagt haben, ich darf also, das jetzt, ich muss jetzt auch zur Hautkrebsvorsorge? Es verändert sich generell, würde ich sagen. Also wir haben unheimlich viele Hautkrebsvorsorgen, mehr denn je, aber eigentlich gar nicht unbedingt seit 2008. Ich glaube, dass auch einfach, wie jetzt bei uns auch, die Medienpräsenz und die Aufklärung da ganz, ganz viel gebracht hat. Denn ich war früher lange in der Klinik und habe auch sehr schwere Hautkrebsfälle gesehen. Und man muss sagen, diese ganz dicken Melanome, die wir früher gesehen haben, das geht zurück. Die Leute kommen früher. Ja. Gott sei Dank. Ja. Was ist das Tückische am Hautkrebs? Ja, das Tückische ist, es ist ein sehr bösartiger Tumor. Ja, und man stellt sich immer so vor, es sitzt ja an der Haut, aber man kann tatsächlich, bliebe es unbehandelt, also erstens unerkannt, dann unbehandelt, verstirbt man daran. Fast immer. Ja. Wie gut ist das heilbar, wenn Sie es früh genug erkennen und dann behandeln können? Gut, also da ist es ganz entscheidend von der Größe dieses Melanoms. Das heißt, wenn wir im Anfang beispielsweise Vorstufen oder noch ein ganz dünnes Melanom erwischen, das wird rausgeschnitten und das war's. Ja, dann wird wahrscheinlich nie wieder was folgen. Während je dicker das Melanom ist, sprich je tiefer das in die tieferen Hautschichten eindringt, desto gefährlicher wird's. Und das kann man dann natürlich medizinisch einordnen in Risikostufen. Und je dicker, desto schlimmer. Also so ist es. Es wächst erst oberflächlich auf der Haut und dann kriegt es eine richtige tiefe Wurzel, die reingeht? Jein, es gibt verschiedene Formen. Es gibt ein knotiges Melanom, das eben eher wirklich, wie der Name sagt, knotig wächst und auch meistens schneller nach unten wächst. Es gibt oberflächliche, wie wir nennen, oberflächlich spreitende Melanome, die nicht so schnell in die Tiefe gehen, die mehr erstmal an der Oberfläche sitzen. Die haben ein bisschen bessere Prognose. Da gibt es schon auch noch Unterschiede, aber das ist, sag mal, dann speziell und da würde man im Einzelfall den Patienten auch immer darüber aufklären. Ja. Wie oft sollte man denn zur Hautkrebsvorsorge gehen? Also ich persönlich würde raten, für jemanden, der jetzt nicht besonders gefährdet ist, der aber auf Nummer sicher gehen will, der soll einmal im Jahr, wie man auch zum Zahnarzt, zur Frauenärztin, OSW einfach zur Vorsorge geht, dann ist man eigentlich schon ganz gut. Ja. In dem Fall, wo näher beobachtet werden muss, würde ich als Hautarzt dann dem Patienten sagen, sie, wie jetzt in dem Film gesehen, ja, man muss engermaschig kontrollieren. Sprich, also zweimal im Jahr oder jemand, der wirklich mal einen Hautkrebs hatte, der entfernt worden ist, der würde vielleicht auch alle 3 Monate kommen. Also das muss man im Einzelfall dann entscheiden. Ja. Wenn Hautkrebs erkannt wird an einem Fleck, wird das sofort wegoperiert oder
sagt man auch, wir beobachten und gucken mal, wie sich es weiterentwickelt. Also wenn ich wirklich der Meinung bin, es ist ein Hautkrebs, dann wird sofort ein Termin gemacht, dass wir das operieren, dass das rauskommt. Ja. Ist es ein weißer Hautkrebs oder sagen wir mal so, ist es fraglich ein weißer Hautkrebs? Ja, ist noch ganz klein und ich will das beobachten, weil daran, das ist nicht lebensgefährlich. Ja. Dann kann man auch sagen, okay, wir gucken mal 3 Monate, wie sich es entwickelt. Ich kontrolliere es nochmal nach und gegebenenfalls schneiden wir es dann raus. Mhm. Ab welchem Alter wird die Vorsorge besonders interessant? Wir hatten ja vorhin schon gesagt, bei Säuglingen, wenn die mit großen Leberflecken geboren werden, wenn man jetzt keine besonders auffälligen Leberflecke hat, ab welchem Alter sollte man loslegen? Also dann würde ich, wenn man gar keine hat, klar, ja, dann ist es auch nicht so entscheidend oder wenn man selber ein bisschen auf sich achtet auch, ja, aber an sich ab 20 auf jeden Fall. Ne? Also weil wie gesagt, man kann nicht sagen, dass diese Melanome hauptsächlich im Alter auftreten, sondern das sind 20-Jährige, 30-Jährige, also das ist letztendlich, kann man nicht sagen. Typfrage. Mhm. Wir haben noch eine Umfrage gemacht auf der Straße, wodurch der Meinung nach der Passanten Hautkrebs verursacht wird und wie es ausgelöst wird. Auch das schauen wir uns jetzt mal an. Ja, ich denke mir schon, dass es auch ein bisschen genbedingt und wie gesagt von der Umwelt. Durch die UV-Strahlen der Sonne. Vererbung und zu viel Sonnengenuss. Also Sonnenbad ohne Schutzcreme. Naja, durch die starke, die zerstörte Ozonschicht. Dadurch kommen eben diese schädlichen UV-Strahlen der Sonne, zu viele schädliche UV-Strahlen auf die Erde und das verursacht Hautkrebs. Und eben, was ich vorher sagte, zu viel Solarium. Also auch ganz, es ist bewiesen, also das ist Fakt. Solarium wenig wie möglich zu nutzen. Durch Sonnenbrände überwiegend. Auch da haben Sie ganz gute Antworten gegeben, oder? Wie gefährlich ist denn die Sonne für die Haut oder das Solarium? Also Solarium, wenn Sie einen Hautarzt fragen, würde ich immer sagen, bitte nicht. Ja, weil es reicht, die Sonne, die wir draußen abbekommen. Und Sie wissen nie, das ist in diesen Centern oder im Fitnessstudio, wo wird, glaube ich, auch sehr viel Solarium genutzt. Sie wissen nie, sind das neue Röhren, sind das alte Röhren, wie stark ist die Intensität. Das heißt, ich kann nur davon abraten. Ja. Man holt sich ja auch relativ schnell einen Sonnenbrand auf dem Solarium. Ne? Schon in 8 oder 10 Minuten kann man da verbrennen. Genau, was man je nach Hauttyp natürlich. Ja. Aber man sollte auch an die Hautalterung denken, mal ganz abgesehen vom Hautkrebs. Das wollen wir heute auch nicht unbedingt. Und das geht doch deutlich schneller mit UV-Licht. Mit Falten. Ne? Ja. Was hat sich denn in Bezug auf die Sonne in den letzten Jahrzehnten geändert? Also die Ozonschicht ist ja zerstört, dadurch gibt es mehr Ozon, was auf die Haut einwirkt oder wie genau funktioniert das? Ja, durch die Ozonschicht, die einfach wegfällt, kommen intensivere Sonnenstrahlen auf die Erde, ja? Was ja in Australien ganz extrem zum Tragen kommt. Also da haben die Leute wirklich viel, viel früher und ganz häufig Hautkrebs. Also nicht unbedingt nur diesen schwarzen Hautkrebs. Ich persönlich habe auch eine Freundin, die ist dorthin gegangen und hat schon nach ein paar Jahren so einen kleinen weißen Hautkrebs. Ja, dann, da sieht man doch, also das und kein Risikopatient an sich. Ja, das geht relativ schnell. Deswegen sagt man auch immer australische Standards, ja, die Lichtschutzfaktoren. Genau, das heißt, bei denen geht es erst bei 50 was los da geht, oder so, ist ne? Für uns gut. Ja. Ich war in Australien, da hieß es auch, also man fängt mit 50 an und wenn man dann 3 Wochen jeden Tag in der Sonne war, dann kann man auf 30 vielleicht runtergehen, aber muss genau. Es auch nicht machen. Ja, ja, die haben teilweise viele Leute haben schlimme Pigmentstörungen da. Ja, ja, genau. Mhm. Die haben auch Lichtschutzkleidung, ist da diese UV-Kleidung gibt es da auch häufiger als das bei uns. Das bei ich nicht Kindern. Mitbekommen. Also es gibt es bei uns für Kinder auch schon, ne? Also Textil, ja. Was wirklich UV-undurchlässig ist, was man den Kindern am Strand beispielsweise anziehen kann, wo die jetzt nicht schwitzen. Und das ist auch schon zu empfehlen, ja, weil man kann natürlich schmieren, aber an sich ist es auch nicht verkehrt, so ein UV-Textil anzuziehen. Also zumindest den Kindern, ja. Ob wir das jetzt machen, muss jeder für sich selbst entscheiden.
Und wie schützen wir uns am besten in Deutschland? Jetzt haben wir nicht die australischen Sonnenverhältnisse, ist auch ein bisschen schade eigentlich, ja, aber gar keine Sonne mehr, mittags die Sonne vermeiden, hohen Sonnenschutz nehmen, was ist hier die Lösung? Ich würde sagen, mittags die Sonne vermeiden. Ne? Also jetzt im Moment diese starke Frühjahrssonne, muss man wirklich aufpassen. Wir sind alle eben die Sonne nicht mehr gewöhnt. Man ist sonnenhungrig, man freut sich über die Wärme der Strahlen, man setzt sich ins Café und ist ruckzuck in einer Viertelstunde, 20 Minuten der Sonnenbrand im Gesicht. Also erstens halt die Mittagszeiten generell meiden. Ja, wie man in Australien gibt es auch so einen Spot, dass man eben zwischen 11 Uhr morgens und 3 Uhr mittags nicht in die Sonne soll, sondern sich unter einen Baum setzen, so ungefähr, also Schatten. Und natürlich einen Lichtschutz auftragen. Das sollte einfach schon dazugehören, dass man morgens früh einen Lichtschutz aufträgt. Entweder schon eine Creme, die einen Lichtschutz beinhaltet, oder eben extra nochmal aufgetragen. Bei welchem Lichtschutzfaktor sollte man da überhaupt erst anfangen? Also ich denke mal, Lichtschutzfaktor 5 oder 10 reicht auch hier nicht. Ne? Jetzt gerade bei der Frühlingssonne. 15 ist das, wo ich anfangen würde, ja, je nach Hauttyp. Das ist ja eben der vorhin genannte helle Hauttyp, der ist sonnenempfindlicher, der braucht natürlich auch einen höheren Lichtschutz. Dem würde ich immer einen 30er oder 50er empfehlen, als jemand, der vielleicht eigentlich gar keinen Sonnenbrand kriegt, der aber genauso Hautalterung kriegt oder auch Hautkrebs kriegen kann, der sollte dann sicher 15, 20 sowas in dem Bereich benutzen. Viele Leute weigern sich ja, einen zu hohen Lichtschutzfaktor zu nehmen, weil sie der Meinung sind, sie werden dadurch nicht mehr braun. Ist das, stimmt das? Wird man dadurch weniger braun oder wird man einfach nur schöner braun, sodass es gleichmäßiger ausfällt? Also ich finde schöner, ja, weil es gleichmäßiger und langsamer ist, eben nicht über die Rötung als Zwischenstufe geht, ja, und man wird auf jeden Fall auch noch braun, denn letztendlich besagt der Lichtschutz ja nur, dass man so und so viel mal länger in die Sonne gehen kann, als man ungeschützt gehen könnte, und wir gehen sowieso dann auch gerade im Urlaub länger als eine halbe Stunde, Stunde in die Sonne, also ein kompletter Schutz ist fast unmöglich. Also ein Sunblocker, wie man sagt, das höchste, was es heute gibt, ist 50 plus. Und selbst da, wenn sie lange genug in die Sonne gehen, hält der auch irgendwann nicht mehr. Ja, also da sollte man sicher wissen, da geht trotzdem noch was durch. Wir machen kurz Werbung und sprechen dann weiter über Sonnenschutzmittel und wie man sich richtig verhält, was für Cremes man benutzt. Bleiben Sie dran, bis gleich. Wir sind zurück zum zweiten Teil. Heute spreche ich mit meinem Gast über Hautkrebs und die Hautkrebsvorsorge. Und wir haben eben schon über Sonneneinstrahlung geredet, über Solarium. Ab wann bin ich denn besonders gefährdet in der Sonne oder im Solarium? Ab wann sollte ich es absolut vermeiden? Ja? Gut, also Solarium generell vermeiden, aber natürlich ist es so, die Risikopatienten, wie wir in dem Beitrag auch gesehen haben, da war die eine Dame, die gesagt hat, sie hat es vom Arzt verboten bekommen. Das heißt, wer also mal was hatte, sprich wer schon Melanom, Hautkrebs oder vielleicht einen veränderten Leberfleck hatte, der sollte da wirklich ganz, ganz vorsichtig sein. Und wenn in der Familie vermehrt Hautkrebs aufgetreten ist, dann kann man auch von einer Disposition ausgehen. Das heißt, dann würde ich da auch ganz vorsichtig sein. Heißt nicht, dass man sich vor der Sonne komplett versteckt. Ja, also das halte ich persönlich auch für Quatsch. Wir haben inzwischen ja auch den Vitamin-D-Mangel als Thema. Ja, das heißt also, wenn man überhaupt nicht mehr in die Sonne geht und ist auch nicht gut. Ja, das kann beispielsweise Magen-Darm-Karzinome begünstigen. Und insofern einfach vorsichtig, nicht in die pralle Sonne und versuchen eben nicht krampfhaft zu bräunen oder überhaupt zu bräunen, sondern ans Licht darf man sicherlich, aber halt geschützt. Ne? Geschützt, ja. Ich habe von einem Hautarzt auch mal gehört, es sei ganz gut, wenn man seine Haut auf die Sonne vorbereitet, ne? Gerade im Frühjahr. Und gut, es ist allerdings auch schon wieder 10 Jahre her, da hieß es, bisschen ins Solarium gehen, ein bisschen Carotin. Beta-Carotin. Beta-Carotin soll man in Tablettenform einnehmen oder für Karotten essen. Ja. Oder so irgendwie. Kann man da was machen, dass man sich
vor dem Sonnenbrand schützt dadurch, durch eine Vorbräunung? Nein, also früher, das ist in der Tat so, hat man das als Sonnenvorbereitung angesehen, dass man eben ganz vorsichtig unter Solarium geht. Aber da war das Ziel auch vielleicht so, dass man wusste, der Patient will wirklich dann auch gebräunt aus dem Urlaub zurückkommen. Der legt sich im Urlaub auch komplett an den Strand und in die Sonne, aber davon raten wir ja heute eben ab, von diesen Braten in der Sonne, und sagen also nur so viel Sonne, wie sein muss, und deshalb vielleicht dann auch vorher nicht die Vorbräunung. Das Beta-Carotin ist nicht schlecht. Mhm. Ja, also das ist wirklich als Vorbereitung auch für Sonnenallergiker beispielsweise, kann man versuchen, 3-4 Wochen schon im Vorfeld jeden Tag eine Kapsel beispielsweise zu den Mahlzeiten, das als Vorbereitung zu gehen. Erstens, für die, die braun werden wollen, macht das einen leicht gelblichen, bräunlichen Teint. Und bereitet tatsächlich auch ein bisschen vor für die Sonne. Heißt aber nicht, dass man dann keinen Sonnenbrand kriegt. Ne? Das ist einfach unterstützend gemeint. Mhm. Aber diese Vorbereitung unterm Solarium würde ich eher nicht mehr machen. Wir haben ja vorhin gesprochen über den hohen Sonnenschutz. Man wird trotzdem braun. Wie ist es denn, wenn ich mich nur in den Schatten lege im Urlaub? Wenn ich sage, ich gehe an den Strand, aber liege den ganzen Tag unterm Sonnenschirm, brauche ich dann auch 50, ja. 30 oder so. Sie brauchen trotzdem einen Sonnenschutz und auch einen genauso hohen, denn Sie müssen bedenken, Wasser, ja, erstens wäscht es den Sonnenschutz ab, zweitens reflektiert es, Sand reflektiert. Das heißt, auch wenn Sie im Schatten liegen und die Reflexion vom Sand hochkommt, also unbedingt bitte trotzdem eincremen. Und man wird dort aber langsamer braun oder gleich schnell braun? Langsamer. Oder? Langsamer, denn sie haben eben nicht diese direkte Sonneneinstrahlung, die ja eben auch nicht gut ist. Würde ich immer empfehlen, im Schatten. Ist auch für den Kreislauf besser. Ja, jeder, der sich mal in die Sonne gelegt hat, da trocknet man ja aus. Das gibt keinen Grund, sich in die pralle Sonne zu legen. Wie pflege ich denn meine Haut am besten, wenn ich jetzt zum Beispiel im Strandurlaub bin? Sollte ich da, es gibt ja Leute, die sich immer peelen, bevor sie in die Sonne gehen oder danach. Mhm. Da gibt es ja, glaube ich, auch so eine Überpflege, die man betreiben kann. Was finden Sie denn, was achten Sie denn als richtig? Gut, also peelen heißt ja die oberste Hornschicht entfernen, das heißt, die Haut wird lichtempfindlicher. Also wer vorher gepeelt hat, das kann man vielleicht machen mit der. Also warum es gemacht wird, ist, um eine gleichmäßige Bräunung zu haben. Denn wenn diese Hornschicht weg ist oder beziehungsweise dünner ist und gleichmäßiger ist, kommen natürlich auch die Strahlen gleichmäßiger rein. Ja. Das heißt, vielleicht vom Optischen ist es schöner, aber es heißt eben auch gefährlicher. Das heißt, da muss man wirklich auch einen höheren Lichtschutz nehmen. Ich würde eher nicht peelen vor dem Sonnenbad, denn wir beispielsweise beim Hautarzt, wir peelen ja auch teilweise mit Fruchtsäure oder ein mechanisches Peeling und raten eigentlich unbedingt ab, danach direkt in die Sonne zu gehen. Was mache ich denn am besten nach der Sonne? Es gibt ja After-Sun-Lotions oder danach ein Peeling, oder wie geht man danach am besten um nach der Sonne? Ja, also jetzt direkt nach der Sonne sollte man natürlich auch immer viel Feuchtigkeit der Haut zuführen, denn wenn man in der Sonne liegt, hat man hohen Feuchtigkeitsverlust über die Haut. Das heißt, ich würde immer mit mehr Feuchtigkeit als Fett arbeiten, je nach Hauttyp natürlich. Es kommt ja immer darauf an, ob Sie eine fettige oder eine trockene Haut haben, und es hat auch ein bisschen einen kühlenden Effekt. Peelen, gut, wenn Sie peelen, haben Sie natürlich die Bräunung auch wieder entfernt. Insofern werden die wenigsten direkt danach peelen wollen, nach dem Urlaub, sondern warten immer ein bisschen, bis die Bräune wieder weg ist. Mhm. Es gibt ja in den Drogeriemärkten Sonnenschutzmittel, es gibt ein bisschen hochpreisigere in der Apotheke. Zu was sollte man tendieren? Auf welche Inhaltsstoffe kommt es an? Oder worauf soll man achten, wenn man Sonnenschutzmittel kauft? Ja, also ich will jetzt nicht sagen, dass die Sonnenschutzmittel in den Apotheken die einzig wahren sind. Da sind wir Dermatologen natürlich ein bisschen, wir gucken nach den Studien, und da gibt es oft Studien von diesen Firmen, und deswegen empfehlen wir die, die wir ein bisschen besser kennen, ja, wo wir davon ausgehen, dass auch auf beispielsweise Allergiekriterien geachtet wird, also nicht zu viele oder gar keine Duftstoffe enthalten sind, die dann auch wieder auf der Haut reagieren können. Ich persönlich würde schon eher einen hochwertigeren Sonnenschutz empfehlen.
Und auch genug auftragen übrigens. Das ist auch immer ein Problem, dass die Leute das nicht in ausreichender Menge auftragen. Mhm. Grundsätzlich gibt es insofern verschiedene Sonnenschutz- oder Sonnenfilter. Das heißt, es gibt einmal die reflektierenden und die chemischen Filter. Mhm. Für ganz kleine Kinder, also gut, Babys sollen eh nicht in die Sonne, das ist klar, das erste Jahr sowieso nicht. Aber dann sollte man beispielsweise eher mit den reflektierenden Filtern arbeiten. Aber da gibt es eben speziell für Babys Sonnencreme, die auch mit diesen Filtern dann arbeiten. Mhm. Ich habe das Gefühl, wenn ich ein Produkt aus der Apotheke benutze, dass es länger auf der Haut hält. Also ich versuche mich auch immer dran zu halten, 20 Minuten vor dem Sonnenbaden, mhm, das aufzutragen, nicht, dass ich sofort wieder abschwitze. Ja? Genau. Aber ich habe das Gefühl, das hält dann länger, wenn ich mich einmal ordentlich morgens eincreme, trotz Meersalz und so weiter und so fort, dass es länger hält, als wenn ich jetzt ein Produkt nehme vom Discounter in der halben Literflasche. Da habe ich das Gefühl, das ist gleich abgespült oder gleich weg. Also das ist sicherlich bei einigen Präparaten, die Sie im Discounter kriegen, so. Ich meine, da mag es auch bessere geben, die in den Tests auch ganz gut abgeschnitten haben. Das will ich nicht bestreiten. Es gibt aber natürlich beispielsweise in den Apotheken liposomale Sonnencreme. Das heißt, die durch einen Träger einfach tiefer in die Hautschichten eindringen und dadurch auch länger halten. Das heißt, beim Sport, beim Schwitzen oder auch wenn Sie jetzt ins Wasser gehen, dann länger halten. Wahrscheinlich habe ich so eins benutzt, ja, so hat sich es angefühlt. Gibt es irgendeinen Test, wo Sie sagen, auf den kann man sich verlassen bei Sonnenschutzmitteln? Da gibt es ja Stiftung Warentest, dann gibt es, glaube ich, Ökotest und diese Qualitätssiegel. Gibt es da irgendwas, wo Sie sagen, das ist gut? Oder? Also bei Stiftung Warentest, denke ich, ist man schon gut beraten. Ja. Ökotest ist vielleicht ein Thema für sich, ja, weil die immer noch nach anderen Sachen gucken als wir Dermatologen. Da sind dann auch Umweltgeschichten, die da mit reinspielen, was teilweise sicher auch gut ist, aber da sind wir nicht immer einer Meinung, sagen wir mal so. Ja, genau. Haben Sie noch einen Ratschlag oder einen Tipp für die Zuschauer, was Sie ihnen mitgeben wollen in Bezug auf Hautkrebs, in Bezug auf Sonnen oder? Gut, ich würde unbedingt vorschlagen, sich nie zu scheuen, zum Hautarzt zu gehen, wenn man irgendwas entdeckt. Nicht denken, es ist lächerlich oder so, das vorzuzeigen, weil oft erlebe ich, dass Frauen sagen, ach ja, ich habe es meinem Freund gezeigt, der sagt, das wäre lächerlich, dass ich damit zum Arzt gehen will und so. Also bitte nie denken, irgendwas wäre zu klein oder zu gering, um das vorzuzeigen. Ja, wenn was neu entsteht, geht nicht wieder weg, vorzeigen. Testen lassen, schauen. Genau. Und damit frühzeitig vorbeugen. Frau Dr. Susanne Grewe, vielen Dank, dass Sie da waren und für das nette Gespräch. Falls Sie als Zuschauer Fragen oder Anregungen haben, die Sie uns gerne schicken möchten, können Sie das gerne tun an caféammorgen@ebrotv.eu. Machen Sie es gut. Danke. Tschüss.